Hallo ihr Lieben, willkommen zum neuen Video von mir. Ich habe ein Paket von der Heidi von Craft & Wedding bekommen. Shop verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Und wir packen das mal zusammen aus. Spoiler für diejenigen, die es vielleicht nicht sehen wollen. Es ist das Halloween-Paket. Oder das Halloween Mystery Build heißt es ja, glaube ich, mit dem Zubehör 2024. Also wer das nicht sehen möchte, jetzt bitte abschalten. Ich räume mal eben alles aus. Sie hat hier oben drauf ihr wunderschönes Papier mit Craft & Wedding. Ich lasse es einfach mal unten drunter liegen. Okay, wie gesagt, wer das nicht sehen will, der bitte jetzt wegschalten. So, hier habt ihr, ich packe das jetzt halt auch nicht aus, weil sonst kriege ich das nicht mehr eingepackt und es ist so schön eingepackt. Hier seht ihr, das ist das Halloween-Bild und nicht das Herbstbild. Ich glaube, für das Herbstbild hat sie einen anderen Sticker. Und ihr habt hier auf jeden Fall eine abgesteckte Leinwand. Das kann man hier sehen. Und ich glaube, es ist eine Flauschi. Und es ist halt eine Leinwand. Da ist ein Raster drauf. Aber nicht zu erkennen. Also wirklich ein Mystery. Dann gibt es hier Goodies. Ein bisschen was zu naschen. Und hier haben wir ein Toolkit. Das sieht richtig schön aus. Erstmal in so einem hübschen Organza-Säckchen. Und dann haben wir hier, passend zu Halloween, ein Halloween Washi-Tape. Auch nicht gerade wenig drauf, da ist schon ordentlich was drauf. Wir haben einen, oh, der ist toll, einen lila Glitzerstift mit lila Aufsätzen. Das habe ich ja auch noch nie gesehen. Und hier ist sogar ein Plastikaufsetzer, das finde ich sehr interessant. Dazu kommt ein Schieber. Und das wäre, glaube ich, ein Dreieraufsetzer. Ein Dreier. Dann habt ihr hier eine schräge Spitze. Ein, könnt ihr das sehen? Ja, Sechseraufsetzer. Und ein Neuneraufsetzer. Außerdem, wie niedlich ist das, ein Coverminder in spooky Form. Der gefällt mir richtig gut, den werde ich auf jeden Fall dafür benutzen. Und ein Schiffchen. Das Schiffchen ist von der lieben Pichu, von Pichu Moon Art. Sie hat die Schiffe hergestellt für dieses Set. Und hier haben wir Tabby mit Kürbis. Da gucken wir mal direkt nach. Ich glaube, zuletzt gab es noch welche von den Sets. Hier ist so ein kleines, rundes Herzchen. Mal direkt dran riechen. Oh, das riecht sehr gut. Müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein, wenn ihr das abmacht. Könnte ein bisschen kleben, aber vielleicht ist es auch zu... Ja, es kann sein, dass es ein bisschen zu warm geworden ist. Der riecht richtig gut. Das gefällt mir richtig gut. Ich finde es auch gut, dass sie das jetzt mit dem Kunststoff hier macht. Weil mit dem Papier das immer ein bisschen geklebt wird. Das war so eine Art Butterbrotpapier. So, räumen wir erstmal hier. Also der ist wirklich... Also es ist richtig schön. Vor allem, weil alles so zusammenpasst. Ich bin gespannt, ob wir Lina in dem Bild haben. Ach stimmt, ich kann euch gar nicht die Dings zeigen, ne? Die sind ja hier drin. Die Steine. Na, vielleicht lasse ich mich da selber eigentlich überraschen. Ich möchte es eigentlich ungern aufmachen, ja. So, dann haben wir hier einmal eine Visitenkarte von der lieben Heidi. Ah, okay. Hier haben wir nochmal den Treuepunkt. Ich habe da schon eine Karte. Da werde ich den reinmachen. Dann nochmal Tabby, das ist jetzt ein Goodie. Roter Apfel. Auch da riechen wir mal dran. Auch hier ganz süß wieder in Herzform. Oh, das riecht gut. Das riecht ganz ähnlich wie von Celsi, so ein Duft. Finde ich sehr gut. Da freue ich mich. So, und dann schauen wir mal die Anleitung.
Okay, das war der gute Nachbar. Hier haben wir so ein kleiner, hier so, eine, so ein Hefter. Ihr könnt das als PDF bekommen oder halt so. Als PDF war es, glaube ich, ein kleines bisschen günstiger, aber ich habe lieber Papierform. Deswegen, ja. Schauen wir mal, was hier steht. Bereite dein Bild vor und sortiere dir die Steine in dein Sortiersystem. Entnehme aus der Mappe dein Schema zum Painten. Mit dem Washi-Tape kannst du dir dein Bild einteilen. Du kannst mit einem Kugelschreiber Hilfslinien auf die Leinwand malen. Reihenfolge des Schemas. Ich bin ja ganz viel voll mit deinem Mystery. Okay. Das könnte jetzt das Bild sein. Ich weiß es nicht. Also, wie ich habe ja einen Spoiler gesagt. Ich weiß nicht, ob es jetzt das Bild ist. Weil es ist ja ein Mystery. Eigentlich macht das keinen Sinn, dass man es vorher sieht, oder? Keine Ahnung. Ich glaube eigentlich nicht, dass es das jetzt ist. Es ist 50x50, 40.000 Steine kleben wir. Hier haben wir die Legende. Ich glaube, es ist sogar ein Sticker-Sheet. Es fühlt sich so komisch an, das Papier. Ich gucke gerade mal. Oder ob das nur dick gedruckt ist. Also, könnte auch nur dick gedruckt sein. Wenn es vielleicht einer rausgekriegt hat, dachte ich mir bestimmt Bescheid. Also wir haben übrigens hier ganz viel Blau. Ich bin sehr gespannt, was es dann am Ende wird. Und dann haben wir hier quasi die Anleitung. Also wir haben hier 1, 2, 3, 4 mal 1, 2, 3 und ein bisschen. Und das ist nach Feldern entsprechend sortiert. Ich zeige euch das natürlich jetzt nicht alles. Und da haben wir die Seite Nummer 30. Ja, die Steine würde ich mir eigentlich ja schon ganz gerne angucken, ne? Ob wir das hier an der Seite vielleicht rausbekommen. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich guck mal, ob ich da dran komme. Weil ich sehe sie, aber. Oh nee. Ich krieg's nicht raus. Ich muss das dafür ausräumen. Okay, nein, dann lassen wir das, weil ich will mich überraschen lassen. Wir lassen die drin, also die Steine sind auf jeden Fall hier drin. Ich weiß nicht, ob ihr das hoch vielleicht sehen könnt. Wahrscheinlich eher nicht, ne? Die sind auf jeden Fall hier drin. Aber ich will die jetzt nicht rausräumen. Ich möchte die gerne drinnen lassen. Ja, freue ich mich auf jeden Fall. 30 Tage, also ihr könnt euch das dann am 1. quasi beginnen, 1. Oktober. Ich weiß noch nicht. Also ich werde definitiv nicht jeden Tag so eine Seite schaffen. Ich habe leider nur sehr, sehr wenig Zeit immer. Und selbst wenn ich rausfinde, was es ist, weil es im Internet gespoilert wird, für mich ist das nicht so schlimm. Ich habe nichts gegen Spoiler, also mich stört das jetzt nicht so. Aber ich weiß, dass sich viele überraschen lassen wollen und viele vielleicht auch das Paket gar nicht aufmachen, weil die sich auch von dem Tool vielleicht überraschen lassen wollen. Aber ja, das war auf jeden Fall mein Unboxing von der lieben Heidi. Ja, ich verlinke euch den Shop auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da. Lasst mir gerne euer Feedback in den Kommentaren da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben.